Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne, die gesamte Sonnensystem, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr entspricht etwa 26.000 Jahren und ein platonischer Monat etwa 2.000 Jahren. Und Dezember 2012 ist ein neuer platonischer Monat begonnen, nämlich die Wassermann-Zeitalter. Und diese Bewegung nennt man Präzession. Und diese Präzession wird in indischen Astrologie berücksichtigt. Sie berechnen die Horoskopen anders. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, anderes ist als in westlichen Horoskop. Liebe Mariana, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Lebensbereiche. Und jetzt gehen wir auf den Wesentlichen, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat in Erdenleben. Du bist ein Kind davon. Und diese Energie begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende, beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst auch auf dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Die kann man ganz leicht von etwas begeistern. Und setzt du das auch in Bewegung, bist auch mutig und Schütze zeigt auch deinen optimistischen Haltung. Aber beachte, was dieser Pfeil zeigt. Dieser Pfeil zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und in diesem Bereich ist energetisch unsere Wünsche. Wenn du deine Wünsche lebst, weil du das vertraust und setzt du als Ziel, dann hast du Orientierung in dein Leben. Was vermittelt dir noch die Schütze? Die Liebe zum Sport und Bewegung, die Beweglichkeit. Aber auch die Liebe zum Reisen, zum Ausland. Der zweite Lebensbereich sind die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Wenn du sagst, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, damit wird die Finanzenergie blockiert. Stattdessen sollen wir sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz. Nicht in Zukunftsform, sondern im Gegenwart. Damit kannst du die Finanzen, die Energie des Geldes verbessern. Hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. In
ersten Lebenshälfte zeigt sich die Tierkreiszeichen Steinbock eher einschränkend. Und ich könnte durchaus vorstellen, dass in deiner Kindheit zu wenig Wertschätzung bekommen hast und dass die Finanzen wurden auch eingeschränkt. Strenge zeigt sich hier in der ersten Lebenshälfte. Im zweiten Lebenshälften wirkt die Steinbock ganz anderes. Dann kommt die Belohnung, dann kommt Sicherheit, Stabilität und Struktur. Egal, was für Vorstellung du hast über Geld, Reichtum, Wohlstand, du erreichst das auch. Weil du hast die Kraft in dir, das zu erreichen. Der dritte Lebensbereich ist die Zeit, die Schulzeit. Wie hast du das erlebt früher? Die Verbindungen zum anderen Kinder. Es ist nicht nur die Kinder in die Schulklasse, sondern auch deine Geschwister oder Nachbarskinder. Wie hast du dich durchgesetzt in diesem Alter? Weil diese Erinnerungen bleiben. Und das zieht sich wie rote Faden in unserem Leben. Und wenn diese Basis stimmt und du könntest dich gut durchsetzen damals, dann hast du überhaupt kein Problem, die Konkurrenz besiegen in dein Leben. Wenn aber du warst eher schüchtern, zurückhaltend, dann zeigt sich das später als Lernaufgabe, dich besser durchsetzen. Aber noch viele, viele Themen gehören in diesem Bereich, zum Beispiel Medien, Informationen, Wissen vermitteln, Wissen aneignen. Hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann denkt in Zeit voraus. Natürlich ist es wundervoll, weil du hast tolle Ideen, das ist das erfinderische Geist, die Wassermann. Aber wenn du unkonzentriert warst in die Schule, weil du viel weiter warst und die anderen Kinder waren zu langsam, das könnte bedeuten, das hat dich langweilt in die Schule und vielleicht kam auch ein gewisser Strenge, dass du nicht aufpasst im Schulunterricht. Aber das war nicht, weil du das nicht verstanden haben, sondern dass du viel weiter warst. Das ist deine Talente und Begabungen. Jetzt sind wir in den tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte. Und das vergleiche ich mit einem Baum. Und das heißt dann, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verankert, verwurzelt. Und es gibt Halt in unserem Leben. Das ist die Basis, die Fundament. Und dazu gehören unsere Ahnen, unsere Vorfahren, die Traditionen, die Herkunft, aber auch unserem Zuhause. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen ist sehr verträumt. Und das könnte ich bei dir zu Hause sehr gut vorstellen, dass alles so romantisch verträumt, aber künstlerisch dein Zuhause ist. Manchmal vielleicht schwimmt alles davon, aber diese Kreativität zeigt sich schon in dein Zuhause. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Und das bedeutet dein eigenen Kinder, später auch Enkelkinder, aber zeigt sich auch dein Kindheit und dein inneren Kind. Und wir sollen auf unserem inneren Kind auch achten, uns selbst innerlich stärken. Mal sagen, das hast du gut gemacht. Ich bin ganz stolz auf dich, weil solche Sätze stärken uns wirklich.
dann sollen wir von Kindern etwas lernen. Weil die Kinder zeigen uns etwas Wundervolles. Sie spielen. Und sie lassen sich auch nicht stören. Und diese Leichtigkeit können wir gut gebrauchen in unserem Leben. Weil das gibt Lebensfreude. Und hier ist die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Unserem Leben schöpferisch gestalten, wie eine Bühne, wie ein Theater. Und da dekorieren wir, suchen wir die Kostüme aus, suchen wir die Schauspieler aus, schreiben wir selbst die Drehbuch, führen wir die Regie und wir spielen die Hauptrolle. Und das ist schöpferisch, so das Leben gestalten. Und hier hast du die Wiederenergie. Die Wieder kann man auch von vielen Dingen schnell begeistern und wieder wird sofort aktiv. Und diese Aktivität, diese Begeisterung, das kannst du gut gebrauchen, wenn das um die Kreativität geht. Wenn das um deine eigenen Kinder, natürlich ist das männlich. Nächster Lebensbereich ist die Arbeit, Pflichten und Gesundheit. Das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du die Stier. Und das bedeutet, du brauchst im Alltag deine Ruhe und du möchtest das auch mal genießen. Auch im Arbeitsplatz magst du gemütlich und friedlich und liebst, wenn das ruhig verläuft alles. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Und Venus ist die Planet, die Liebe, aber auch Kunst, Kreativität. Und das kann sich bei dir auswirken in deine Arbeit. Aber die Stier hat auch einen Bezug zu unserem Zuhause, aber auch die Natur, Garten. Und Stier steht auch für Geld. Also das sind die Bereiche, wo du dich beruflich orientieren kannst. Wenn du anschaust deinen Geburtsmoment, und das heißt, in diesem Augenblick ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. In selben Moment war hier in Westhorizont ging die Tierkreiszeichen Zwillinge nach unten. Aber in dem Moment, im Moment deiner Geburt, schaust du in diesem Spiegel. Und diesem Spiegelblick zeigt dir dein Seelenpartner. Und das erkennen wir auch. Und unsere Seele weiß das auch. Die Kinder haben noch diese Erinnerungen bis etwa dritte Lebensjahr. Dann ist es alles im Unbewussten, weil das hier geht auch nach unten, wie ein Sonnenuntergang. Der untere Teil des Horoskopes ist das Unbewusste und das obere Teil ist das Bewusste. In unserem Unbewussten ist es gespeichert. Die nächsten Lebensbereich hier, die achten, aber zurück noch zum siebten, das habe ich vergessen zu sagen, die Tierkreiszeichen Zwillinge öffnet den Tor zum Partnerschaft. Und du brauchst auch die Zwillingsenergie, wenn du glücklich sein möchtest und möchtest deinem Seelenpartner begegnen. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte von klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin Leda. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte auch schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger von Zeus. Leda war aber verheiratet mit dem König
von Sparta. Und sie wurde von ihrem Ehemann auch schwanger. Und Leda gebar die Zwillinge Castor und Pollux. Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Und Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Die beiden Zwillinge waren immer miteinander verbunden. Und wo Castor sterben musste, dann ging Pollux zu seinem Vater und sagte, ich möchte auch sterben, ich will meinen Bruder nicht alleine lassen. Und das berührte Zeus und sagte, nein, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen ins Himmel gesetzt. Castor und Pollux sind die Hauptsternen in Stammbild Zwillingen. Und diese Geschichte zeigt uns etwas Wichtiges. Wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Das ist dieser göttliche Funke in uns. Und dieser Teil ist doch unsterblich. Und das bedeutet, wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Gott zurück. Und die sterblichen Teile symbolisiert Castor, das bleibt auf die Erde. Das ist sterblich. Und wenn die Seele zurückkehrt zum Gott mit voller Erinnerungen, Erfahrungen und Gefühlen, dann kann ich das sinngemäß so vorstellen, dass Gott fragt uns, na und wie war's? Erzähl mir. Und die Seele erzählt dann. Und wenn die Seele sagt, ja, das war wundervoll, ich fühle mich so frei, dann hat die Seele sich befreit von Karma. Natürlich kommt dazu die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Weil alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Das muss die Seele ausgleichen, gehört auch zum Karma. Und das bedeutet, in dem Fall, wenn die Seele sich glücklich, befreit fühlt, dann hat sich von Karma gelöst. Wenn aber die Seele berichtet, ich habe noch gar nicht gelebt, ich möchte das besser machen, dann haben wir einen großzügigen Gott und sagt, na bitte schön, dann mach nochmal. Und die Seele kommt zurück auf die Erde und das nennt man Seelenreise. Und die Seele ist in diesem Rad drin, das ist die Schicksalsrad. Und die Seele sucht dann einen Schicksalsweg aus, das, was für die Seele das Beste ist. Und dieses Schicksal hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Und dieser Schicksalsweg gehen wir. Natürlich haben wir die freie Entscheidung, ob wir in diesem goldenen Weg bleiben oder nicht. Aber die Seele kennt diesen Schicksalsweg. Und das spiegelt ein Geburtshoroskop. Und das sind diese Seelenreise. Und hier bei Zwillingen ist so wichtig, das zu erkennen. Oder ich würde vielleicht mal so beschreiben, wir sollen dankbar sein, dass die Zwillinge uns das belehren und zeigen. Die Verbindung ist doch da. Und wenn wir nach innen schauen und haben eine Verbindung zu unserer Seele, dann erkennen wir das auch. Weil es ist nicht nur
unserer inneren Stimme, unserer Intuition, sondern wir spüren Gott in uns. Aber auch die Verbindung zu einem höheren Selbstbewusstsein, die Verbindung zum Gott, die Göttliche ist da. Eine fließende Energie, das ist die Äther oder Prana. Das ist sowas Wundervolles und genau das zeigt die Zwillinge. Und hier geht es um den seelischen Bereich. Und das öffnet sich bei dir in Partnerschaft. Und das ist etwas Karmisches, etwas Seelisches, was dich erwartet oder erwartet auf dich. Der nächste Lebensbereich ist der 8. Lebensbereich, was gar nicht einfach zum Erklären ist, aber ich versuche das immer wieder, soweit ich das erklären kann, auch beschreiben. Hier handelt es sich um Tod. Was selbstverständlich auch mit Todesfällen auch was zu tun hat und Erbschaften. Solche Themen gehören auch dazu. Aber in erster Linie bedeutet das Loslassen, Kündigen, Trennen von alles, was uns bedrückt. Und das kannst du so vorstellen, wenn wir in diesem Schicksalsweg gehen, wir haben einen Rucksack dabei. Und in diesem Rucksack sind auch karmische Erinnerungen. Wir kommen nicht mit leeren Händen. Und dann kommen andere Erfahrungen dazu. Und wenn dieser Rucksack so voll ist, dass uns das bedrückt, dann ist der Lebensweg schwer und wir bücken ständig nach unten. Und wir sollen manchmal auch mal Pause machen und das mal anschauen, was ist in diesem Rucksack überhaupt drin? Was bedrückt mich? Mal die Frage stellen. Was bedrückt mich im Leben? Wovon will ich verabschieden? Das kann Gewohnheiten sein, das kann Gegenständen sein, das kann Verbindungen sein, aber auch Gefühlen wie Angst, Schuldgefühl, Zweifel, von diesen Gefühlen auch verabschieden. Weil das bedrückt uns auch, das blockiert auch, das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Und wenn wir da aufgeräumt haben, da haben wir Platz drin. Und das ist dieser Prozess mal aufräumen. Das ist Pluto-Energie. Pluto. Pluto ist Hades. Und Hades ist Gott der Unterwelt. Man denkt, oh, da gibt es den Todesbereich. Nein, Pluto zeigt das Leben erhalten. Das ist die Kraft Plutos. Und das zeigt sich die Jahreszeiten, die Winterzeit, wo die Natur sich ruht und dann kommt die Frühlings wieder. Es ist Pluto-Energie mit Persephone. Dann auch die Tiefschlaf, wie erholsam das ist, auch Pluto-Energie. Dann, wie sich die Zellen sich regenerieren, auch Pluto-Energie. Und die Sexualität ist auch Pluto-Energie und sorgt dafür, dass das Leben erhalten bleibt. Das ist Pluto. Aber eins weiß Pluto ganz genau. Nichts und niemand darf diese Kraft stören. Und diese Macht hat er. Und das, was uns belehrt, wie wichtig das ist, loslassen, damit wir in dieser Kraft bleiben können. Und das ist die 8. Lebensbereich. Aber hat auch mit Ämtern auch etwas zu tun, auch mit Finanzen, Investitionen. Immerhin spiegelt hier etwas, ist genau gegenüber von dem 2. Lebensbereich, wo um die Finanzen geht. Hier hast du die Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs ist Familie, ein Zuhause, ein Nest, ein warmes Nest zu haben. Wo findest du dieses warme Nest, wo deine Seele ist? Das ist dein inneren Tempel, weil das gibt dir Kraft.
Und du kannst jede Zeit deine Seele besuchen. Gestalte das. Gestalte diesen inneren Tempel. Weil in meditative Haltung besuchst du das auch. Gestalte das dein Fantasie, nach dein Fantasie. Ist das ein gemütliches Wohnzimmer? Oder ist das eine Blumenwiese? Oder ist das ein Burg? Dein Fantasie ist gefragt. Wo findest du die Ruhe? Und da bekommst du die Ruhe und in Ruhe liegt die Kraft. Das ist die innere Kraft. Der 9. Lebensbereich hat mit Reisen etwas zu tun, bedeutet auch innere Reise. Und dieser inneren Reise oder spirituellen Weg hast du die Löwe. Was suchst du in diesem spirituellen Weg? Das, was die Löwe zeigt, dein Selbst, ganz klar, dein Selbst. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne symbolisiert nicht nur Vater, sondern Sonne symbolisiert auch unserem Selbst. Das ist die innere Reise der Selbstfindung. Und wenn du davon überzeugt bist, von deinem Selbst, und hast du diese Stärke, dann strahlst du auch das nach außen. Und das ist auch wichtig, diese Ausstrahlung, weil das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein hermetisches Gesetz, was besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Woher kommt diese Energiefeld, diese Aura, diese Ausstrahlung? Von unserem Inneren, von unserem Denken und von unserem Fühlen. Dann hast du diesen Glanz, diese Ausstrahlung und stehst du zu deinem Selbst. Und wer steht im Mittelpunkt in dein Leben? Du stehst im Mittelpunkt in dein Leben, so wie die Sonne die Mittelpunkt unserem Sonnensystem ist. Dein Selbst ist der Mittelpunkt in dein Leben. Und das ist dein Königreich. Ich empfehle dazu etwas. Stell dir einen Kreis vor. Oder mach einen Kreis aus Salz auf dem Boden und stell dich in die Mitte. Und sag, das ist mein Königreich und hier ist die Grenze. Und die, die mich unterstützen, die mich schätzen oder liebevoll sind, wo ich diese Anziehungskraft verspüre, ob das jetzt Liebe ist oder Freundschaft oder kollegial, egal, wo die Sympathie ist, wo du sagen kannst, wir sind in die gleichen Wellenlänge, wir schwingen in gleiche Schwingung. Die dürfen eintreten und alle anderen sollen draußen bleiben, weil sie stören dein Königreich. Und hier in dein Königreich, in dein Leben herrschst du, weil du bist die Königin. Und das zeigt dieser königlichen Tier, die Löwe. Das hat auch mit Reisen etwas zu tun, mit Ausland. Das kann natürlich bedeuten, da kannst du dich im Ausland auf Reisen dich voll und ganz entfalten, kommst zum Glanz, zu deinem Selbst. Und hier sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist die Krone des Baumes. Und hier ist Anerkennung, Ansehen, aber auch die Berufung. Und im höchsten Punkt hast du die Jungfrau. Du liebst Ordnung und du brauchst diese Krone nicht unbedingt, weil du bist dazu zu bescheiden. Aber deine Intelligenz, das verlangst du, dass du da Anerkennung bekommst, dass du sehr gebildet und intelligent bist. Damit kannst du glänzen mit deinem Wissen. Und dann eignet sich für dich Berufung, wo du etwas untersuchen musst.
auf die Details achten sollst. Und die Jungfrau steht auch zum Heilung. Also heilerischer Beruf eignet sich auch gut für dich. Die 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen. Und auch die Freundschaften. Hier hast du die Waage. Dein Wunsch ist die Partnerschaft, weil die Waage symbolisiert Partnerschaft. Aber auch die Gerechtigkeit. Du verträgst die Gerechtigkeit in dein Leben. Das ist für dich auch sehr wichtig. Du hast auch Glück in Freundschaften, weil du bist beliebt. Aber achte auf eins. Wenn du versuchst, jedem recht zu machen, dich beliebt zu machen, dann kippt die Waageschale, weil das wird sofort ausgenutzt und du fühlst dich dann auch ausgenutzt. Die 12. Lebensbereich sind die tiefe Geheimnisse des Lebens und die Ursache, zum Beispiel Ursache zum Erkrankungen. Und hier kannst du viele Dinge untersuchen im Leben und alles, was im Geheimen ist, ist hier verborgen. Und da hast du Skorpion und die Skorpion schaut schon in die Tiefe. Hier ist Wasserelement, die Gefühle sind auch gefragt. Und das kann Ursache sein auf den Erkrankungen. Hier liegt auch gegenüber, das ist Gesundheit und hier sind die Ursachen, die Erkrankungen. Und damit du gesund bleibst, gesund bleiben kannst, achte auf dein Gefühlen. Weil die Skorpion ist die Kundalini-Energie. Die eine Richtung zieht die Energie, fällt nach unten. Und das sind Gefühle wie Angst, Zweifel und Schuldgefühl. Und wenn du diesen Gefühlen pflegst und festhältst, dann bleibt die Energie unten und das blockiert. Und wenn das zu viel ist, das kann Ursache sein zum Erkrankungen. Lass das los, wie Angst und Zweifel und Schuldgefühl. Die Energie steigt sofort nach oben und das ist auch Heilung. Das ist Transformation und das ist wieder Pluto. Pluto-Energie. Pluto herrscht über die Skorpion. Das muss absterben. Das muss loslassen wie Angst. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier ist dein Sonne. In Zwillinge, das ist für dich ein sehr wichtiger Lebensbereich, die liebe Partnerschaft. Entspricht auch deine Wünsche und deine Hoffnungen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Ich setze hier und das ist im 2. Lebensbereich, wo um die Werte geht. Bei Steinbock-Energie zeigt sich in früheren Jahren ein gewisser strenge Elternhaus, besonders von Mutter, weil Mond steht in Verbindung zum Mutter und Sonne steht in Verbindung zum Vater. Zu wenig Wertschätzung, was du später dann selbst aneignen sollst. Auf dein Werte achten, auf dein Selbstwertgefühl. Und dadurch verbessert sich auch die Finanzen. Und du hast ein gutes Gefühl zum Geld, weil Mond symbolisiert dein Unbewussten, deinen Gefühlen. Mars ist rückläufig im Horoskop. Diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit, oft karmische Themen. Mars ist der Mann, also hat auch mit Beziehung etwas zu tun und das sogar im Waage. Du hast oder wirst du haben eine Verbindung, eine Partnerschaft und da kannst du ziemlich sicher sein, dass das eine Seelenverbindung ist.
Erstens zeigt sich die Zwillinge, dann dein Sonne, wie wichtig das ist zum Erkennen, und dann die Rückläufigkeit von Mars und das im Waage, wo deine Hoffnung steht, wo deine Hoffnung auch steht. Also das ist mit Sicherheit eine karmische Verbindung. Und das bedeutet, dass ihr kennt euch von früheren Leben. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Merkur ist der Planet der Handlungen, auch für Kaufleute, aber auch das Wissen, das praktische Wissen. Und Merkur ist auch der Planet für Kommunikation. Und das ist für dich sehr, sehr wichtig im Bereich Arbeit. Also das wäre auch eine Richtung, wo du handelst. Und bei Stier passt zum Beispiel Innenarchitektur, Einrichtungen, würde auch sehr gut passen. Jupiter ist auch rückläufig im Horoskop, zeigt auch karmische Themen. Und Jupiter zeigt erstens deine innere Größe, dann sind wir wieder bei Selbstwertgefühl. Aber Jupiter vertritt auch die göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und Jupiter ist im Schütze. Das gehört zu deiner Persönlichkeit. Und Jupiter sorgt dafür, dass all das, was du in früheren Leben nicht bekommen hast, diesmal bekommst du das auch. Und das ist diese Gerechtigkeit. Und Jupiter bringt dir Glück. Persönlich begleitet dich. Und Jupiter fühlt sich sehr wohl in Tierkreiszeichen Schütze, weil Jupiter herrscht über die Schütze. Also Jupiter begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende und bringt dir immer wieder Glück und glückliche Lebensumstände. Und das hast du verdient. Diese Rückläufigkeit zeigt, das ist dein Verdienst. Es trägt diesmal Früchte. All das, was in früheren Leben du nicht bekommen hast. Jetzt wirst du das ernten. Und das ist dein Glück. Das heißt mit anderen Worten, du hast ein gutes Karma. Es wird gut gemacht. Und intuitiv würde ich sagen, und die Bilder bestätigen mir natürlich auch, das wirst du in die Liebe-Partnerschaft erleben. Glück in die Liebe. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das bestätigt mir nochmal. Hier Venus öffnet diesen Bereich Partnerschaft. Saturn. Saturn ist der Planet der Schicksal. Saturn ist der Planet der Karma. Korrigiert auch etwas in unserem Schicksal. Belehrt uns auch. Und Saturn sorgt dafür, dass während wir noch auf der Erde sind, dass alles eine Struktur bekommt, dass wir diese Sicherheit und Stabilität erleben, dass wir wirklich unserem Schicksalsweg machen und lernen auch vieles. Saturn ist rückläufig, zeigt karmischen Themen, ist auch der Planet der Karma, also passt sehr gut auch zum Saturn, ist auch im Waage. Wieder die Bestätigung, dass du eine karmische Verbindung hast, dass du deinen Seelenpartner hast und ihr kennt euch mit Sicherheit von früheren Leben. Uranus ist auch rückläufig, zeigt auch Vergangenheit,
karmischen Themen und jetzt kommen die Veränderungen, da wird in dein Schicksal was verändert. Uranus ist in Tierkreiszeichen Skorpion und im 12. Lebensbereich ist auch dieser Geheimnis, ist auch karmischen Themen, unter anderem ist hier auch karmischen Themen. Neptun ist auch rückläufig und befindet sich im Schütze, beeinflusst deine Persönlichkeit. Das muss ich näher beschreiben, damit du das verstehst. Neptun ist geheimnisvoll. Neptun haben wir noch gar nicht so richtig erforscht. Nicht mal die Entdeckung ist klar bei diesem Planet. Es ist alles sehr, sehr geheimnisvoll. Und du hast eine geheimnisvolle Ausstrahlung. Gehört zu deiner Persönlichkeit. Neptun ist nicht anderes als Poseidon, der Gott des Meeres. Das ist, kann man gar nicht erforschen. Ist auch sehr, sehr geheimnisvoll. Und das Wasser symbolisiert die Gefühle. Das ist der ganze Ozean von Gefühlen. Und das ist ein lebhaftes Innenleben, eine lebhafte Fantasie. Und das ist die Kreativität auch in unserem Gedanken. Dann kommen wir zum großartigen Ideen. Das ist Fantasie, Vision und das ist die Vorstellungskraft. Und Neptun ist auch der Planet der Künstler, weil er lässt uns inspirieren. Das ist diese inspirierende Kraft. Und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Dieser Planet ist rückläufig. Da hast du Talente, Fähigkeiten von früheren Leben. Und bei früheren Leben hast nicht deine Träume gelebt, aber hast du ein gutes Karma und wirst dafür belohnt. Diesmal darfst du das erlauben, deine Träume zum Leben. Vorausgesetzt ist, du glaubst daran. Und das sollst du zeigen in deinem Leben, das zu vertrauen. Und wenn andere sagen, ja, fantasier nicht so viel, das wird sowieso nicht, bleib bodenständig, dann traust du es gar nicht zu, daran zu glauben, an deine Vision, an deine Träume. Und dann kommen die unerfüllten Wünsche und du fühlst dich enttäuscht. Das ist auch möglich. Also wichtig ist, du hast ein gutes Karma und du darfst es erlauben. Leb deine Träume. Pluto ist im Waage, ist auch rückläufig. Und das heißt, räum auf in deinen Freundeskreis. Trenne Spreu von Weizen, bleib im Wesentlichen, bleib mit diesen Leuten zusammen, befreundet, die dich wirklich schätzen, ehren oder für dich da sind. Von anderen Menschen trenne dich Liebe, weil die nehmen deine Zeit, deine Kraft, deine Energie und du fühlst dich ausgenutzt. Wieder Enttäuschung. Neptun kann sowas auch auslösen. Nicht, weil das die Grundenergie ist, sondern das kann auch in diese Richtung etwas auslösen, wenn du Neptun nicht diese wahre Neptun lebst. Rahu und Ketu. Die beiden zusammen bilden sich eine Drache. Keine Angst von dieser Drache, weil das symbolisiert die Weltendrache. Hier haben wir karmische Themen. Zeigt unseren Seelenreise. Aber die Drache symbolisiert auch Angst. Und da sollen wir siegen über unsere Ängste. Dann kommen wir näher. Diese Drache wurde getrennt. Der Kopf ist abgeschnitten.
Die Körper kennen wir schon. Wir suchen den Kopf. Wo ist der Drachenkopf? Das sucht unsere Seele. Und wenn wir das gefunden haben, dann vereinen wir den beiden ohne Angst. Und das, was die Seele sucht und soll auch finden, das ist diese Seelenreise. Und dieser Drache, hier haben wir karmische Themen. Dieser Drachenkörper oder Ketu zeigt die Vergangenheit, alten karmischen Erinnerungen. All das, was uns hindert, das sollen wir verabschieden. Aber all das, was uns unterstützt, weil das sind auch Schätze, Talente, Fähigkeiten, karmische Begegnungen, vielleicht karmische Liebe, bei dir ist das ganz klar und deutlich zum Erkennen. Das sollen wir bewahren. Und dann fehlt den Kopf. Das kennen wir nicht. Ich auch nicht, du auch nicht, anderen auch nicht. Wir suchen das. Aber wir sollen nicht nur suchen, sondern wir sollen auch finden, wo ist dein Drachenkopf im Horoskop. Das zeigt Rahu. Und wenn du das gefunden hast, dann erkennst du, ah, das fehlte mir immer. Also das brauche ich. Und dann wird das vollständig. Dein Ketu, dieser Drachenkörper, ist im Skorpion. Da kennst du dich auch mit tiefen Geheimnissen des Lebens, das Mystische. Auch diese Energie der Transformation, spirituell, das kennst du. Auch Tiefpsychologie kennst du dich auch aus. Das ist Mystik. Und die Kopf befindet sich im Stier. Und die Stier bedeutet, genieße das Leben, sei praktisch, ein Genussmensch, mach dir das gemütlich, das, was dir fehlt. Dann hast du das alles. Es gibt vier Grundelemente, auch in Astrologie, auch in Natur. Die Feuerelement ist die Begeisterung, die Leidenschaft, die Wärme, auch die Mut und die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Die Erdeelement gibt uns Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit, hat mit Realität was zu tun, auch mit Materie, mit Finanzen. Die Luftelement schenkt uns die Leichtigkeit, aber hat mit unserem Geist, mit unserem Gedanken auch etwas zu tun, mit unserer Fantasie und Ideen. Und die Wasserelement ist das Unbewusste. Das Wasserelement ist unserem Gefühlen, das Unbewusste. Du hast im Feuerelement Jupiter. Im Erdeelement hast du Mond und Merkur. Im Luftelement hast du Sonne, Mars, Venus und Saturn. Und dein Aszendent ist Schütze, gehört auch zum Feuerelement. Und dann endet sich mit Saturn die persönlichen Planeten. Und das, was ich betrachte, es fehlt die Wasserelement. Jetzt nicht erschrecken, bei fast allen Horoskopen fehlt ein Element. Bei dir fehlt die Wasserelement. Das heißt nicht, dass du keine Gefühle hast, sondern das hast du von außen, das vermitteln andere Menschen und so gleicht sich das auch aus. Aber achte darauf, dass du mehr die Wasserelement, dieser fehlenden Element betonen sollst, weil das ergänzt dich. Das gibt dir einen Ausgleich und das sind deine inneren Stimme, deine Intuition, deine Gefühle, dein Unbewusstes. Und hier hast du karmische Erinnerungen, weil Ketu ist im Skorpion und das ist Wasserelement. Hol wieder die Erinnerungen, lebe das wieder, vertraue das auch. Vertraue das Fluss des Lebens. Hier in die Mitte ist ein Engel.
Nach Kabbala herrschte dieser Engel in dem Tag, wo du geboren bist. Das ist dein persönlicher Schutzengel. Mebachel heißt dieser Engel und hat die Zahl 14. Engel Mebachel ist Engel, die der Versprechen hält. Engel der Beschützer und Engel als Retter gilt. Befreit uns von Unterdrückungen, befreit uns von Gefangenschaft. Und es kann auch Gefühlen sein, wie Angst hält uns auch gefangen. Gibt uns verlorene Hoffnung zurück. Und das ist diese Liebe. Das sollst du wiederholen. Schenkt uns die Liebe, schenkt uns Reichtum und Gerechtigkeit und Freiheit. Zeigt uns die Wahrheit, die Wahrheitsliebe. Das ist dein persönlicher Schutzengel. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann, Chandra heißt er, und dieser Mond verliebt sich an Rohini. Rohini ist die Morgenröte. Rohini ist schön, jung und unschuldig und die beiden verlieben sie sich. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht er eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Natürlich kommt die Einflüsse von Sternen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und diese Mondhäuser schauen wir jetzt an. Dein Aszendent ist Schütze und befindet sich im Mondhaus Uttarakshada, und das heißt, die höheren Wünsche, die höheren Selbst sollst du entdecken, einen höheren Selbstbewusstsein. Dann entdeckst du deinen inneren Reichtum und hast du ein klares Denken. Deine Sonne ist im Zwillinge im Mondhaus Muruga, wird von Orion bestrahlt. Orion ist der himmlische Jäger. Bei indischer Astrologie symbolisiert das ein Hirsch. Aber das wird auch gejagt von Jäger. So können wir das in Verbindung setzen. Aber die Aussage ist mir wichtig. Dieser Mondhaus zeigt die Suche, der Jagen, das erreichen wollen und nicht aufgeben. Und das erlebst du hier in Partnerschaft. Mond befindet sich im Steinbock. Tanishta heißt dieses Mondhaus hier. Und übersetzt bedeutet das Grenzgebiet. Das ist die Grenzgebiet zwischen Steinbock und Wassermann. Die Steinbock holt die Sterne auf die Erde und das wird Realität. Ziele setzen, das zu erreichen, dann ist man glücklich. Und die Wassermann schaut aber in die Sterne und da holt die neue Ideen. Andere Richtung, aber dasselbe Energie. Mars ist im Waage, hier befindet sich im Mondhaus Swati. Übersetzt bedeutet das aus Sanskrit, Sva bedeutet selbst. Ati bedeutet Seele. Erst entdecke dein Selbst, deine Seele, vereine das. Dieser Mondhaus wird bestrahlt von Sternbild Kreuz des Südens. Dieses Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar und hier befindet sich die Südpol und dieser Südpol dient zum Orientierung. Das Kreuz des Südens. Und hier sind auch spirituelle Themen. Die indischen Astrologen saßen in diesem Sternbild zwei Schwerter und die Schwert symbolisiert die Trennung von Angst,
so wie Erzengel Michael trennt, mit sein Licht schwärzt die Angst. Also von Angst befreien, die Spiritualität leben. Dieses Kreuz des Südens bedeutet auch Schicksalswegen, kreuzen sie sich. Das ist die Orientierung und das erlebst du mit diesem Mann in die Liebe, Partnerschaft. Aber entdecke auch dein Selbst, entdecke auch deine Seele. Merkur ist im Stier, aber im selben Mondhaus wie deine Sonne, Mruga. Und hier ist Orion, dieser himmlischen Jäger, die Suche nach etwas erreichen zu wollen. Und das ist dein Merkur-Energie. Und deine Handlungen nicht aufgeben. Jupiter ist rückläufig, befindet sich im Schütze. Purvashada bedeutet dieses Mondhaus. Und das heißt, die Zentrum, dein Leben ist, und das zeigt hier Jupiter und hat das mit deiner Persönlichkeit auch was zu tun. Die Zentrum ist deine Wünsche, die Zentrum ist deine Bedürfnisse. Wenn das nicht zum Erfüllung geht, dann fühlst du dich enttäuscht und unzufrieden. Venus ist in Zwillinge auch, in Mondhaus Mruga, genauso wie deine Sonne oder Merkur, Venus auch im Mruga, Orion, die himmlischen Jäger. In indischen Astrologie wird das symbolisiert mit einem Hirsch. Und hier sagt auch, suchen deine Ziele, verfolgen deine Ziele, jagen danach, erreichen zu wollen. Das soll dich motivieren. Saturn ist rückläufig im Tierkreiszeichen Waage, im selben Mondhaus wie dein Mars. Und das sind auch schicksalhafte, karmische Themen auch. Swati, Swa dein Selbst, Ati deine Seele, das Kreuz des Südens. Die Schicksalswegen kreuzen sie sich. Südpol dient zum Orientierung. Kann auch bedeuten, dass du diesem Mann in Freundeskreis begegnest. Uranus ist rückläufig hier in Skorpion, wo auch karmische Erinnerungen hast im Skorpion. Uranus befindet sich im Mondhaus Yeshta und diese Yeshta war die älteste Frau von diesen 27 Frauen, aber sie symbolisiert nicht eine alte Frau, sondern sie symbolisiert die Weisheit, die Reife, diese Klugheit und bekommt Anerkennung und Ansehen. Und das ist für dich auch wichtig. Das sollst du verändern, dass du Ansehen bekommst, Anerkennung bekommst, Wertschätzung bekommst. Neptun ist hier im Schütze. Mula heißt dieses Mondhaus. Und das bedeutet Wurzel, verwurzelt zu sein, die Ursache erkennen. Woran liegen die Ursachen deinen Enttäuschungen? Wenn du nicht deine Wünsche lebst und nicht danach jagst, dann fühlst du dich auch enttäuscht. Gib nicht auf, leb deine Träume, leb deine Wünsche. Pluto ist im Waage hier und Chitra heißt dieses Mondhaus und hier ist der Balancepunkt und Pluto zeigt deine inneren Kraft und du bist in inneren Kraft, wenn du im inneren Gleichgewicht bist, ist auch sehr mystisch dieses Mondhaus und wird von Spica bestrahlt. Spica ist die Weizenähre der Jungfrau und zeigt Getreide, Ernte, all das, was du in früheren Leben als gute Tat verdient hast, das erntest du in diesem Leben. Das zeigt dieser Mondhaus. Rahu und Ketu. Ketu ist dieser Drachenkörper, das kennst du schon, das ist Vergangenheit, das ist alten karmischen Themen. Anuradha ist dieses Mondhaus und das bedeutet Glück. Du hast ein glückliches Karma, wird von Akrab bestrahlt, das ist die dritte Auge.
und symbolisiert das dritte Auge, also symbolisiert auch Spiritualität. Und die indischen Astrologen sagen, wenn hier Energie kommt von diesem Mondhaus, heißt es auf Elefanten reiten. Und die Elefant zeigt auch Glück, also ist auch ein Glückssymbol. Du hast ein glückliches Karma. Und Rahu hier im Stier, das ist der Kopf. Der Kopf, das ist Rohini. Diese Geschichte erzählt davon, Rohini ist die große Liebe des Mondes, die Morgenröte, und der Mond verliebt sich an Rohini. Und das, was du, deine Seele sucht, ich würde sagen, dieser Mann sucht dich, weil er war an dich verliebt, ist er dich an dich verliebt und wird an dich verlieben. Das bleibt, diese Liebe bleibt. Sei damit bewusst und genieße das. Und die Verbindungen, Sonne und Venus steht in einer Verbindung, sie wirken auch zusammen. Das ist Klarheit in die Liebe, Partnerschaft, auch deine Wahrheitsliebe, dein Gerechtigkeitssinn. Mars und Uranus stehen auch eine schöne Verbindung, und das bedeutet, du hast Kraft und es wird sich vieles verändern in dein Leben, wenn du diese Kraft auch zeigst. Aber verändert dein Schicksal, dein Leben durch diese Liebe, durch diesen Mann. Venus steht mit Pluto, auch eine schöne Verbindung, und das zeigt ein schönes Innenleben. Liebe Mariana, das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.